Warzen sind Virusinfektionen. Das Virus kommt praktisch überall vor. Man steckt sich in der Regel im Freien oder in Innenräumen an. Und ab der Ansteckung entscheidet nachher das Immunsystem, ob man eben Warzen entwickelt oder ob Warzen effektiv bekämpft werden. Ganz besonders gut kann man sich mit Warzen anstecken, überall dort, wo die Leute barfuß gehen. In Hallenbäder, Freibäder, in Hotels, Saunabereich, in Schuhläden, wenn man keine Socken anlegt, um Schuhe zu probieren. Umstände, die eine Virusinfektion mit Warzenviren begünstigen können, sind vor allem Zustände, wo das Immunsystem nicht reagieren kann auf diese Viren. Oder wenn man noch nicht immun ist auf die Viren, darum haben auch Kinder vor allem sehr viele Warzen, weil sie das erste Mal mit dem Virus in Kontakt kommen und zuerst müssen eine Immunität aufbauen. Es gibt sehr viele verschiedene Warzentypen. Man unterscheidet vor allem von der Lokalisation her die verschiedenen Typen. Das heisst, unterschiedliche Orte, wo Warzen vorkommen, die können am Gesicht vorkommen, an den Händen, an den Füßen. Es gibt sogar Warzen, die unter den Nägeln wachsen. Je nachdem unterscheiden wir hier über die verschiedenen Typen. Vor der Ansteckung können Sie sich eigentlich ganz einfach schützen, indem Sie immer mit den eigenen Badeschuhen herumlaufen, eigene Handtücher mitnehmen, auf diesen Handtüchern auch draufstehen, während Sie sich abtrocknen. Wenn Sie selber schon eine Warze haben, können Sie andere Leute ganz einfach vor Ansteckung schützen, indem Sie selber immer mit Badeschuhen herumlaufen, wo andere Leute barfuß gehen und die Warze immer schön abkleben mit Pflaster. Grundsätzlich müssen nicht alle Warzen behandelt werden. Insbesondere bei Kindern rechnet man eigentlich so nach einem Jahr immer auch mit einer Spontanheilung. Behandlungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Man geht meistens nach der Lokalisation. Je nachdem, wo die Warze wächst, kann man sie zum Beispiel operieren, man kann sie lasern, man kann sie gefrieren und man kann natürlich auch Tinkturen auftragen und versuchen, die Warzen einfach abzulösen. Eine Warzenbehandlung, wenn man sie selber macht, dauert 3 bis 4 Behandlungen. Je nachdem, was das für eine Warze ist. Ist es eine Dellwarze, ist es eine Dornwarze oder eine gewöhnliche Warze? Und an welcher Körperstelle dass man die Warze hat. Die eine Behandlung wäre mit einer Tinktur, die man einmal in der Woche behandelt, die Warze direkt betupfen. Und die andere Möglichkeit wäre mit dem Vereiser, wo man mit dem Applikator während 15 bis 20 Sekunden auf die Warze geht. Ich würde die Patienten zu einem Dermatologen schicken, wenn man eine Warze hat im Genitalbereich, im Afterbereich oder wenn man mehrere Warzen an gleicher Körperstelle hat.